HSV. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, wir haben recht gut angefangen. Es ist wichtig in Wien, weil normalerweise haben wir in den ersten 10 Minuten haben wir 5 gegen 3 gegen uns und dann steht es gleich einmal 1-0 für Wien. Das haben wir heute eigentlich recht gut gemacht und ja, so ist glaube ich 1-2-0 noch im ersten Drittel für uns gestanden und das war wichtig für das ganze Spiel. Was waren die Faktoren zum Sieg? Ja, dass wir defensiv sehr stark gespielt haben, dass wir ihnen nicht so viele Chancen gegeben haben wie in den letzten Spielen da in Wien und dass wir halt vorne das eine oder andere reingehauen haben und das war glaube ich entscheidend für heute. Im zweiten Drittel gab es Aufregung wegen einer Strafe von dir. Wie hast du das gesehen? Ja, ich wollte eigentlich von Dormann fahren und in die Sicht nehmen und der hat dann meinen Schläger irgendwie genommen und ist dann hingefallen und der Schiedsrichter hat das dann als Behinderung gesehen. Ja, im Spiel ist man halt heiß, dann regt man sich auf, aber jetzt im Nachhinein kann es mir recht egal sein, sage ich mal. Ja, und der erste Sieg gegen die Vienna Capitals seit 2007, hat euch das beeinflusst? Nein, ich meine, es steht immer in den Zeitungen, ich bin nicht so für Statistiken, es interessiert mich eigentlich weniger, aber da wollten wir halt wieder mal da gewinnen in Wien. Es war in letzter Zeit eben nicht so häufig und deswegen ist heute umso schöner. Und gibt es einen Wunschgegner für die Playoffs? Nein, ich glaube, da kann man sich keinen Gegner wünschen, weil jeder Gegner hat seine Stärken und Schwächen und bei den ersten vier ist jede Mannschaft sehr stark. Also es kommt, wie es kommt, sag ich einmal. Okay, danke.